Sehen werdet ihr mich nicht, weil das geht irgendwie nicht. Haben wir schon ausprobiert. Verdammte Beta. Ja, was ist der Plan heute? Ein bisschen durch mein Heimatdorf rumlaufen, Pokémon fangen und farmen und ja, und dummes Zeug dazwischen labern. Ja, bei mir nicht, ne. Alter, heute tauchen die aber auch auf. Na, hinten in Möckern, da haben wir ja die Rentenversicherung. Ja. Alter, was da manchmal alles auftaucht. Warum hast du auch da auf? Also, das Schlimmste, was ich hatte, war Kanimani und Shigi. In einer Tour. Aha. Und dann gibt es doch tatsächlich hier so ein Viech, das heißt Flurmel. Und da sage ich immer, oh nee, nicht schon wieder das heulende Viech. Ja. Das sieht wirklich so aus, als wäre es die ganze Zeit nur am Heulen. Oh, Hydropi. Kommt auch gut. Wenn die Mücken nicht wären, auf jeden Fall, ja. Ich habe jetzt nur beim Sitzen kurz, weil ich nicht spür. Ich war ja vorne unten noch in Rauchen. Ich weiß auch, wo die Viecher sind. Die sind direkt hier hinten bei den Müttern bei uns. Ja. Da hat er die ganzen Blättern und so, wo es ein bisschen feuchter ist. Ja. Wo ist er jetzt hin? Da? Moment. So. Erstmal die Straße rüber. So, von da kommt nichts, von da kommt nichts und ehe der da ist, sind wir schon längst rüber. So, hier haben wir schon mal einen Pokestop und einen Pyrogon, das brauche ich für ein Quest. Alter, was so stark ist! Ja, war klar. Also, let's going on. Alter, sag mal, willst du mich jetzt rollen? Na komm, bleib drin. Sei lieb. Sehr schön. So, jetzt haben wir das, jetzt muss ich mal überlegen. Ah, ihr seid schon voll. Na gut, dann müssen wir halt weiterlatschen. Ab und zu gucke ich auch mal in den Chat. Von mir aus kann mir jeder schreiben, ich versuche es zu beantworten, wenn ich es kann. Ist das eine Benachrichtigung? Oder? Das weiß ich eben noch nicht, das habe ich hier noch nicht ausprobiert. Ah, das ist ganz cool. Aber dieses Mobile Streaming, was die hier anbieten, schreiben sie extra, dass das noch in der Beta-Phase ist. Ja. Und das kann ich auch bestätigen. Ich habe dreimal versucht, online zu gehen. Hat erst beim dritten Mal geklappt. Aber ganz kurz, die ganzen großen Streamer machen das doch aber auch immer. Und das auch schon seit einem Jahr oder so. Naja, ich glaube, das ist, ist eher geräteabhängig. Okay. Weil zum Beispiel, ich habe ja das Galaxy S8 und der Straubi. Ist jemand aus dem Internat, lernt Informatiker, wie soll es auch anders sein. Der hat ein Asus-Phone. Und das Ding hat nicht nur einen besseren Akku, das hat auch das ist richtig übel, das Teil. Ich
weiß nicht, wie das so bei Twitch läuft. Ich denke mal, da wird immer einer zuschauen, ne? Na, Sache ist ja, also was ich mitgekriegt habe, wenn du selber streamst und auf dem Computer dir das zweite Fenster halt offen hast, dann bist du halt dein eigener Zuschauer. Ansonsten, wenn du halt einen Kumpel dabei hast oder so, ne? Also je mehr Endgeräte halt auf dem Stream sind, desto mehr Zuschauer hast du. Das hat uns nämlich immer gewundert. Da stand da auf einmal einer da und dachten wir uns, okay, ist wahrscheinlich ein Mod, der zuschaut. Das glaube ich nicht. Weil das muss es ja auch geben. Ja, aber ich glaube, bei so vielen kleinen Streams, das geht, können die gar nicht stellen, dass da sich da mal ein Mensch dahinter sitzt. Vielleicht eine KI oder so, ja, aber kein Mensch. Na, hier haben sie aber auch was draus gemacht. Na hier? Was ist denn? Freischütz. Ich wäre echt gern nochmal reingegangen. Das war ja oben nicht, ne? Ja? Nee, oben nicht. Der Hotelbereich, der ist. Nee, das ist die Sonne. Ja? Das ist das Sonnenlicht, was von der anderen Seite reinscheint. Weil das Ding kannst du nicht betreten. Ja. Das ist einsturzgefährdet. Das sieht aber geil aus. So, das ist so eine offene Gastronomie, wäre das ja echt cool. Ja, wenn die Substanz stimmen würde, dann auf jeden Fall. Ja. Aber die stimmt ja leider nicht. Ja. Da sag ich ganz ehrlich, dass wir. Ja. Haut's mal ab hier, die Viecher. Das ist ein bisschen eine florierende Dorf wäre, oder Gemeinde, dann wäre das Ding bestimmt schon. So, hier haben wir ein paar Ammonitas. Passt ganz gut. Ja, normalerweise muss man die Spiele immer vorstellen, aber ich glaube, bei Pokémon Go musst du nicht mehr vorstellen. Ja. Also. Genauso wie bei den anderen Spielen, die ich mal meistens zocke, vielleicht jetzt bis auf ein paar ältere, die so gut wie keiner mehr kennt. Die war doch letztens auch bei uns, ne? Ja, gestern. Gestern, ja. Das war bei dem Bürgermeister, haben die da gefeiert. Oh. So, kommt hier jetzt noch was? Nee, irgendwie nicht. Ja, kann man mal haben. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob mein Handy das als eben eine Fläche erkennt. Oh, ich habe ein Geschenk von meinem Kumpel gekriegt. Oh, ist das schön. Zurück im Ball. Na! Zurück. Liebe Grüße an Anna. Also eine Panorama im. Ich dachte, Training wäre vorbei. Nee, ich will mal wirklich Party sein, die da die ihren eigenen Zugang zum Sportplatz. So, jetzt soll das aber hier. Aber man muss ja schon mal sagen, die Elbwiesen hier haben wieder gut zugenommen. Was? Die Elbwiesen, die haben schon wieder gut zugenommen. Ja, immer auf meine Wiese.
Na, es gab auch mal ein paar, wo du dir dachtest, Ödland? Ja, aber es ist immer so im Hochsommer. Also jetzt ist es ja so, dass es halt irgendwie geregnet hat. Aber wenn jetzt wieder zwei Wochen Dürre wären, dann wäre das alles wieder weg. Ja. Das ist aber so. Immer ein Wechselspiel. Good Gamer. Naja. Wenn es so ist. Good Gamer brauchen das glaube ich nicht anscheinend. Das ist jetzt links dran? Ja. Wir laufen ganz viele Jugendliche immer. Ich sag mal, während das hier so geschneit hatte, hat es sich wahrscheinlich nicht gelohnt. Ja. Ja, vor allen Dingen, man muss mal sagen, das war ja dann wirklich so hoch meistens, ne? Alter. Wenn ich mir überlege, dass der See hier mal richtig voll war, in der Grundschule. Das kannst du unten nicht langlaufen. Ja, das kenne ich aber auch noch so zu Ausbildungszeiten. Da konntest du teilweise wirklich gar nicht mehr, weil das war ja der Weg, den ich immer zurückgefahren bin nach Pater. Ja, das war immer im Frühling oder so, war schwierig dann, ne? Ja. So. Den werde ich mir mal zündeln. Wie hat der eine Umzugshelfer aus Köln gesagt? Ist aber ganz schön ruhig hier. Hm. Ja, ist ja so, genau aus der Stadt. Ich denke mal, der kennt auch so Dorfatmosphären, aber das war für den wahrscheinlich komplettes Neuland. Ich meine, gut, wäre es im Erzgebirge gewesen, wäre es wahrscheinlich auch wieder was anderes. Erzgebirge ist richtig. Richtig komisch. Also das ist richtig Dorf pur. Ja, das ist wirklich traditionelles Dorf. So. Also geht dann jedes Haus so aus wie das hier. Ja. Ein Ziegelhaus so. Ne, gut, die haben noch ein neues Dach, aber das ist echt. Die nehmen die alle noch so richtig. Anna wohnt da ja, weißt du, die wohnt ja in Zucker. Ja. Das ist ja da fast. Das ist dackig. Naja, hier der Jens. Der sagt das ja auch immer, dass du da Glück haben musst, wenn du noch einen Bus erwischt, weil er alle zwei Stunden fährt. Alter, bei Anna und mir, da waren wir auf einer Party, da kam der Bus einfach nur 5 Minuten früher. Wenn man einfach um 2 Uhr in der Nacht einen Bus verpasst, weil er 5 Minuten früher losgefahren ist, musst du eine Stunde warten. Du musst am nächsten Tag um 10 Uhr in Leipzig sein. Na super. Das war richtig cool, weil so war es schon eng, aber dann so unnötig noch, wegen 5 Minuten, ja, bin ich so abgefuckt. Ich hatte ja auch keinen Schlaf dann, aber also ich fühle es nicht. So, dann haben wir da oben einen. Ja, das wird auch ein schönes Haus, gell? So. Schön. Ah, fangen sie schon an mit Sprengen. Ich brauch Beleber. Ich muss meine Viecher wieder hochziehen. Was ich mich ja frage, ne? Was hat man sich hier gedacht? Ganz kurz. Was ist das hier für ein Gang? Da ist ja gar nichts. Hinterausgang wahrscheinlich, aber. Vielleicht um sich reinzuschleichen. Ja, oder rauszuschleichen. Oder dieses. Wirklich ratzekahl weg, ja. Die da vorne, wo das gepflastert ist, ne? Da stand wirklich so hoch, also ich hätte mich da vorstellen können. Hier. Oh, hier.
Mach mal. So, dem Team Rocket möchte ich nicht gerne begegnen. Aber es ist zum Glück auch nichts zu sehen. So, viele Volt vorbei. Ich brauche Pyrogon. Und das gibt es ja auch nur noch die nächsten 4 Tage. Ich weiß noch, vor, weiß ich nicht, glaube ich, 4 Monaten, 4, 5 Monaten, ja, ungefähr, hatte ich hier an dieser Stelle einen üblen Kampf. Aber richtig übel. Habe ich, glaube ich, halbe Stunde, Stunde hier verbracht. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Wie gesagt, wenn ihr wollt, schreibt etwas rein. Empfehlt den Kanal weiter, damit wir hier ordentlich Stimmung kriegen. Man will sich auch unterhalten. Für die nächsten Tage habe ich jetzt geplant, dass ich ein bisschen was öfter auf Twitch unterwegs bin. Ich konnte es leider nicht früher einrichten. Aber nun ja. Alles unterwegs, ist hier gerade fette Hummel gehabt. Ja, die sind ja auch gerade. Oh. Halt den weißen Maikäfer, die du meintest. Die brummen so, ne? Das sah eher so aus wie so ein fettes Viechchen. Ja, ja, alles sind Maikäfer. Oder fette Motten. Willst du da hinten noch rum oder willst du nicht? Nö, direkt rüber zum Sportplatz. Der Zugang ist ja wieder frei. Naja, vom Jugendclub hinter. Hm? Keine Ahnung warum, aber da war dann öfters mal zu. Dann dachte ich mir auch, naja gut, dann lässt du das halt sein. Aber welcher Zugang genau jetzt noch? Wenn du vom Jugendclub hinter Richtung Spielplatz und dann runter zur Unterführung. Naja, ja, das war. Das war so schlimm. Hm? Ich frage mich auch, warum der Jugendclub mittlerweile eingezäunt ist. Ja, das haben die das damals gemacht. Da war ich sogar noch im Club, als sie das gemacht haben. Aha. Wir hatten früher doch mal so einen richtig coolen, ich fand den immer richtig cool, weil da haben wir mal Kiefer gespielt. So ein Sandberg. Okay. So ein Erdeberg. Kennst du den? Ja, richtig fetter Berg überall. Auf jeden Fall. Ist der jetzt nicht mehr da, glaube ich. Und dementsprechend ist das dann alles extrem offen und so. Und damit, die haben halt auch den Bock, dass da mal irgendwelche Leute mal was kaputt machen wahrscheinlich. Deswegen haben sie einfach mal einen Zaun drum gemacht. Damit das halt auch ein bisschen eingegrenzt wird. Ja, das ist ja auch verständlich. Die Frage ist eigentlich eher, warum haben sie es nicht früher gemacht? Wahrscheinlich war es kostengründlich. Ja, früher DDR hat es wahrscheinlich so was. Sie hätten es ja 2002 machen können. Ja. Ja. Ich denke mal, da hatten sie andere Probleme.
Es war sowieso ein Wunder, dass das Ding noch gestanden hat. Da, Thierry. Nee. Nee, sorry. So, ist denn jetzt in der Arena mal ein Platz frei? Oh, krass, ne? Eigentlich war das hier mal alles so Einzelhandel für Elektro-Sachen. Mhm. Bevor so Amazon und alles so groß war. Jetzt ist einfach komplett leer. Ich glaube, das lohnt sich auch nicht mehr hier noch irgendwie großartig was aufzumachen. Ja, natürlich, aber auch nur, weil es so viel online gibt. Weil wenn dieses Online-Ding wegfallen würde, dann hätte ich ja hier genug Kunden. Das auf jeden Fall, ja. Ich sage ja, der Einzige, der sich hier tatsächlich als Gastronom halten kann, ist Charlie. Ja, Gastronom ist ja auch noch was anderes. Das musst du dir mal vorstellen, weißt du? Zuerst hat er eine Dönerbude gehabt. Echt? Da drin? Nee, hier hinten beim Bäcker hatte der doch früher mal eine Dönerbude. Ah, ganz hinten in der Südstraße oder wo meinst du? Da auch mal kurz einen Döner. Was, Alter? Also früher in der Südstraße, kennst du die? Jetzt nicht wirklich. Die Straße, wenn du nach Oitsch fährst. Also, ne? Die Straße, wenn du so nach Oitsch fährst und vor Oitsch, also vor Ortsausgang und Krater, kannst du ja beim Solarium links da rein. Also so auf so eine Motor. So eine Straße, überall Häuser und ganz hinten ist so eine Motorrad-Hof. Ja, auf jeden Fall die letzte Straße aus Krater, wenn du den Holzstadt kriegst. Okay. Da war auch mal so eine Gaststätte, da war das schon von Döner. Da habe ich mir eine Bockwurst geholt, statt einen Döner, weil ich den Döner nicht kannte. Hier war zu? Ja. Gemacht. Weiß ich nicht. Haben die das zugemacht? Ich weiß es nicht. Aber wie haben die das denn zugemacht? Da stand, wo jetzt die Pfeiler stehen, stand eigentlich nochmal ein Zaun mit einem Tor. Okay. Aber das haben die abgerissen und jetzt stehen die zwei Pfeiler da. Also die Pfeiler standen auch schon vor mal da. Was ich krass finde, dass hier überall Gras sitzt. Aber da freue ich mich. Naja, die Natur holt sich eben alles zurück. Wie oft hier Leute sind, ne? Also, ja, ich glaube, das Ding ist zu. Ja, weiß ich gar nicht. Das sieht zumindest so aus, aber hier war ein übelster fetter Berg, einfach so ein L-Berg. Also sah aus wie so ein L. Ein übelst fetter Berg. Und der ging halt locker bis in der Spitze, war es so bestimmt 3-4 Meter hoch. Dann kannst du hier immer draußen rumlaufen und dann können wir immer so Fange oder sowas spielen. Das ist richtig cool. Geil. Aber ich denke mal, so wie das Gelände hier aussieht, hast du da keinen Jugendclub mehr. Wir würden mal hingehen, ich stehe jetzt alle zu Hause. Vor dem Computer. Das finde ich ja irgendwo immer das Schlimme. Also teilweise sagst du dir ja irgendwo, ja, die ganze neue Generation. Ja. Ich habe mich jetzt gewundert, wo kommt der Lichtschreiber? Die geht immer weiter in Richtung Digitalisierung. Aber dann gibt es wieder welche noch, die sagen, wir wollen eher draußen sein. Ja, es gibt halt zu jeder Bewegung ohne Gegenbewegung. Ne? Ja, klar. Ja. Ich sag mal, ich bin auch gerne draußen. Allerdings hatte ich in letzter Zeit nicht immer so die Motivation. Ich meine, ist ja klar, wenn wir sie nicht. Warte mal kurz, das Viech will sie nicht fangen lassen. Schreit doch mal nicht so rum! Also 8 Stunden im Klassenraum sitzt und nur Theorie hinter dir hast. In der Schule war es damals so, bevor ich zur Schule gegangen bin, im Bus, habe ich mich schon so drauf gefreut, wieder zu Hause zu sein und zu zocken. Alter, das war meine einzige Motivation, eigentlich in die Schule zu gehen, dass ich danach nach Hause gehen kann und zocken kann. Wirklich, also es ist wirklich so.
League of Legends, was da gab, oder heute noch CSGO. Wirklich, voll krass. Ja. Halt auch so ein bisschen krankhaft, ne? Also, muss man ehrlich sagen. Ja, ich sag mal, dafür ist mein Kind. Ey, Alter, können die dagegen nicht mal was tun? Das ist vielleicht auch gewollt. Sie ist ja auch nicht mehr. Ja, was ist denn das? Hatten die früher aber auch öfters mal schon so. Mal kontrolliert hat, war das schon so. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen warten. Weil hier gibt es viel zu fangen. Das finde ich schon mal schön. Und hier gibt es viele Mücken. Ja. Shit. Ja. 2, 3, Alter. Okay, ich muss mich doch bewegen, ansonsten werde ich hier zerstochen. Schwalbini. Brauchst du es unbedingt? Ne, im Moment nicht. So, ihr Lieben, schreibt mal was. Zeigt mir mal, dass ihr da seid. Irgendwie so. Das kann man ruhig mal machen. Wann warst du denn das letzte Mal hier auf dem Sportplatz? Anfang des Jahres vermutlich. Ja, letztes Jahr. Oh, hat sich nicht viel verändert. Mal gucken, ob das jetzt hier zuschließen ist. Ja, natürlich gut. Ja, das wäre ein bisschen doof. Also wir können immer noch raus, ne? Aber also nicht hier, sondern woanders, aber. Dann landen wir wieder da, wo wir hergekommen sind. Ja. Ah. Drecksviecher. Sie finden den Punkt zum Stechen, das finde ich nicht schön. Ein paar alte Klassenkameraden? Quasi. Die waren ja irgendwie unter mir. Okay. Die kennen wir nicht. Ja, wird schon fahren. Nee, ich hatte ja mal eine Situation tatsächlich, da stand ich hier. Da links. Ach, rechts. Da hatte ich tatsächlich eine Situation, ich stand hier und war auch gerade dabei, noch schnell so ein Viech zu fahren. Und er blieb die ganze Zeit stehen. Ja. Irgendwann Fenster runtergemacht. Was ist denn? Bewegst dich nur oder nicht? Fahren Sie! Alles gut! Warst du eigentlich hier mal zum Fahrrad? Nö. Stimmt, du warst am Mittendeck wahrscheinlich, oder? Mhm. Das ist, glaube ich, auch selten im Kindergarten gesehen, der so einen großen Spielwiese hatte und so.
Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht mehr, in welchem ich war. Das ist natürlich eine Sache, ne? Alter, krass. Ja, das finde ich irgendwo so schlimm, ne? Du denkst dir so, ja, früher guckst du mal hin, wo warst du denn? Und dann fällt dir überlegen, wo warst du denn gewohnt früher? Keine Ahnung. Dann hörst du das noch? Ja, das weiß ich noch. Dann kannst du ja überlegen, wo du mal vielleicht irgendwann selber mal hingelaufen bist. Oder? Bei der 100 Wasserschule. Gegenüber, wa? Naja, so. Ja, so fast. So schräg gegenüber. Da habe ich meinen Vater angeschlossen. So. Dann machen wir mal die eine Arena da platt. Vor allen Dingen finde ich lustig, ne? Die Arena hier. Das ist fürs, hier ist das Ding hier, dieses Fahrradnetz hier vorne das. Ja. Und der Kreisel hat eine extra Arena. Also es muss gut für dich, oder? Es muss man nicht verstehen, aber naja. Naja. So. 1917, ne? Das könnte schwierig werden, aber ist machbar. Könnte schwierig werden. Ist aber definitiv machbar. So, was haben wir denn da noch? Oh, das werden heute schöne Wegwerfsekunden. Aber da gucken dich die Leute auch blöd an, wenn du mit deinem Handy da stehst. Du bist die ganze Zeit am Druck tippen. Ja. Wenn du dann sagst, ja, ich spiele gerade Pokémon Go. Da mussten sich dann auch schon einige so das Lachen verkneifen. Ja, da musst du überlegen, manche, die arbeiten den ganzen Tag und dann treffen sie jemanden, der hier Pokémon Go spielt. So. So, das reicht schon. Dann werden wir das Viech mal herausfordern. Genau, mit einem Elektro-Pokémon gegen ein Elektro-Pokémon. Kommt natürlich sehr gut. Ach, und direkt Doreen. Natürlich, wie sollte es auch anders sein? Ist dein Viech wohl doch nicht so stark, wie du dachtest. Gehen wir da jetzt noch rum, oder nicht? Nö. Oder willst du da unbedingt hinter? Ja, weiß nicht. Hier jetzt so irgendwie rumzustehen, wäre komisch, weil dann kommen auch die noch ein bisschen Bogen drunter. Jawolligen! Arena besiegt. Jetzt packe ich da noch ein Viech rein. Aber erstmal hole ich mir das. So, und dann packen wir mal ein Viech rein. Eins, das wir schlauerweise nicht benötigen. Ach komm, Entoran. Ja, Doreen, viel Spaß. Ah, und hier, das ist dieses Heulviech. Das Flomme. Ich weiß nicht, was sich die Erfinder bzw. Programmierer dabei gedacht haben. Ach,
Scheiße, da hat mich tatsächlich eins erwischt. Mücke? Ah. Ja. Drecksviecher. Vorher habe ich immer darüber geklagt. Mhm. Oh, ist so kalt. Und jetzt, ah, oh, scheiß Mücken. Ja. Die Viecher wirst du ja auch nicht los. Das ist ja eine schlimme. Ah, noch nicht. Okay. Haben wir denn noch Schönes? Ich glaube, ich brauche das Viech am besten. Mein Ohr. Und natürlich zwischen die Finger. Boah. Ich sagte, hätte ich hier, wie heißt das? Oh, ist sowas ähnliches wie Bepanthen, nur billiger. Also das Zeug, das hilft wirklich gut. Während Konstanze da mit Kühlcremes ankommt, sage ich, nee, ich nehme das. Was macht Konstanze eigentlich nochmal beruflich? Sie war Bäckerin. Mhm. Nee, Bäckereifachfrau. Und ist dann aber halt erkrankt. Hat so eine Nervenkrankheit wie ich auch. Mhm. Heißt? Epilepsie oder? Nee, das sage ich jetzt hier nicht, nicht ja. Öffentlich. Okay. Oder warte mal. So, ja, dadurch wurde sie halt arbeitsunfähig und ist dann im BFW gelandet. Kennengelernt habe ich sie, als sie im, was war denn das, ich glaube, Assessment war. Da hat sie direkt auf meinem Gang gewohnt. Jetzt wohnt sie eine Etage über mir. Ja, habe ich sie halt angequatscht. Hey. Ja. Hab so gesagt, hallo. Ist so, hey. Und dann sagt sie, ach, ist ja doch noch jemand auf meinem Gang. Ja. Dachte ich mir, okay, Mädchen. Ja, es leben noch viele andere Leute hier in diesem Internat. Ja. Ja. Und dann hat mich meine damals Beste dazu gebracht, mich mit ihr zu unterhalten. Und Eve hat mir dann in den Arsch getreten, dass ich auch bitteschön mit ihr zusammenkomme. So, naja. Ich glaube, Bahnhof müssen wir uns heute nicht antun, nicht bei den Mücken. Oh ne, da war ich schon gestern Abend. War da irgendwie dunkel, weil ja alles zugewachsen ist und wenn ich jetzt vorstelle, dass da noch Mücken dran ist. Also, ja. Okay. Ja, voll zwischen Kleinfinger, ne? Warum kommen jetzt hier so viele Kabutos? Ich habe euch gerade erst weggeschmissen. Aber ich bin letztens mit Jens, mit Konstanze, Marcel und Chris gelaufen. Alter, das war eine Runde. Ich konnte zum Glück, also von Glück reden, dass ich tatsächlich früher nicht aufgenommen habe. Weil ansonsten wäre da wirklich ein Gespräch mit drauf gewesen. Schauen, wenn man da aufnimmt oder nicht. Ich glaube, wenn du mit Leuten unterwegs bist und redest, macht das halt nicht so viel Sinn aufzunehmen. Weil du dann halt auch nicht so natürlich immer reden kannst, beziehungsweise irgendwann vergisst, dass du aufnimmst. Also dann schwierig.
Oh ja. Ich sag mal, es war schon ein ganz lustiges Ding. Ich weiß nicht, was anderes als Pokémon Go kann ich auf meinem Handy eh nicht zocken. Ja. Und Pokémon Go ist ja auch sehr eingeschränkt bei mir. Ja. Weil links unten reagiert ja nicht immer. Aber das war ja nicht Muttis Schuld dann. Das war ja schon von Anfang an, hat sie gesagt. Das hier ist von Blau. Ja, hatte mein Vater mir empfohlen. Hat er gesagt, hier hast du 5 GB für 16 Euro. Nehme ich. War das aber teuer, wie so. Was geht? Ja, wie das denn jetzt zum Beispiel? Wenn das funktioniert, ich hab, da bezahle ich glaube ich 20 Euro, habe auch 5 GB, aber halt auch ein neues Handy so. Ja. Muss mal gucken. Ich hatte zum Beispiel zu dem Zeitpunkt kein neues Handy, ne? Ja. So, liebe Leute, das war's für heute. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder, wenn ich Far Cry New Dawn streame. Mit dem neuen Rechner. Und wir hoffen, dass es diesmal endlich klappt, ohne Probleme. Na dann, bye bye.